Okay, so komme ich da nicht hin. So, hier werde ich doch wohl raufkommen. Schlüssel gar nicht. Wir haben noch keine Truhe geöffnet. Schlüssel haben wir genügend. Ich verschluckt. Weiß nicht, wo auch immer diese Sockel sind. Aber der zeigt eine Markierung auf der Karte an, dass wir hin sollen. Dann laufen wir dahin. Ach du großer Schreck. Ich nutze mein Schnellreisekit. Es wird mir zu lang. Okay, wo haben wir jetzt den Sockel? Spital-Sockel. Hat einer von euch eine Spital-Sockel gesehen? Hallöchen. Bist du ein Spitalsockel? Sockel, Spitalsockel. Muss irgendwo hier sein. Hier ruht der große König Saba vom ersten Schmutznerdorf an der Oberfläche. Mit seinem letzten Atemzug folgte er der Spur zur großen Feldleiche, schluckte das Spital und spuckte es auf dem höchsten Punkt ihres Stammes. So hoch hat bis zum heutigen Tag niemand mehr gespuckt. Derjenige, der ihn übertrifft, wird über Wissen verfügen, das für die Schmutzner von größter Wichtigkeit ist. Ihr könnt ja versuchen, die Spucke hochzuschießen. Ah ja. Ja, sag ich nur. Frohes Spucken. Jetzt ein Spuck-Wettbewerb. Like hier, Monkey Island. Wie in Monkey Island 2. Was sich daran erinnert, haben wir auch schon gespielt. Okay, die Spuckplattform oder was haben wir hier? Was tun wir hier? Entdecke König Sabas Vermächtnis in der größten Eiche nahe des Schreins auf dem Feld. Größte Eiche. Das sieht nach einer aus. Also die größte. Nee, es muss dort sein hier. Nee, dieses. Ist ja wohl kaum eine große Eiche.
Hey, 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 hey. Versuch hier. Ist glaube ich keine Eiche, aber. Sonst könnte es mal versuchen. Um der größten Eiche. In der Eiche. Na, scheint's auf dem Feld. Okay. Doch nicht so rum. Den Kampf werde ich verlieren. Von welcher großen Eiche ist hier die Rede? Wo sitzt die eigentlich in diesem Bereich? Macht es natürlich nicht gerade leichter, wenn ich jetzt hier bespuckt werde. Ich euch auch. Also von meinem momentanen Sichtpunkt aus ist das der größte Baum hier in der Nähe. Ziehen müssen wir können. Damit. Dann komm hierher. Hält sich, verdammt. Ah, sehr schön. Aubergine hat sie keine mit dabei. Das ist schade. So, finden wir jetzt die größte Eiche. Da kommen neue Experten hier. Dann könnte ich ein ganzes Volk auslöschen. Versuch's vielleicht mal so.
Okay, da passiert nichts am Baum. Ah, da oben ist etwas. Da müssen wir hin. Aber wie kommen wir da hoch? Kann ich damit hochheben? Haben wir Flügel oder wie soll man da hochkommen? Da klebt ein Zettel dran. Vielleicht wirklich hier Dynamit in den Baum. Bringt da relativ wenig. Aha. Eine Schriftrolle. Sie scheint zu beschreiben, wie Stämme ihre Ressourcen bewahren können und wahrscheinlich auch, wie man an Sabanika kommt. König Sabas Geheimplan. Das sollte genug sein, um es einem Häuptling zu zeigen. Finde einen schmutzigen Häuptling und sprich mit ihm das Vermächtnis von König Saba. Okay, dann müssen wir uns erstmal mit denen befreunden. Bis wir mit den einen Quests fertig sind, haben wir alles gespendet, was wir brauchen, um an der anderen Quest, um der Geweihschild Idee. Ich meine, die anderen Sachen außer Aubergine lassen sich alle finden. Das ist nicht so gefährlich, nicht so schlecht. Vielleicht können wir auch gleich mal in das Gebiet gehen. Ein Elchendings. Ich brauche aber allerdings. Hier muss doch irgendwo dieses Sabbergebiet sein. Dann muss ich mich mit denen noch irgendwo anfreunden können. Irgendwo müsste es da einen Schrein geben. Wenn man nach solchen Schreien sucht, dann findet man nie welche. Das ist seltsam. Kariblen. Schmutzler. Hier müssen wir hin. Ungefähr in die Richtung. Um eventuell Aubergine zu finden, können wir dann nochmal das Gebiet reisen. Da würde ich dann eine Schnellreise machen. Hier irgendwo in dem Gebiet. Genau, das ist deren Schwein. Schrein. So, was können wir denen spenden? Tücher kriegen wir mal wieder neue.
immer noch feindselig. Okay. Es wird ein mühsames Spiel. Schenken hier noch alles, was wir brauchen. Haben wir wahrscheinlich schon einiges. Egal, wir kriegen Neues. Neutral, das war doch das Ziel, oder? Ja, sehr schön. Ja, jetzt haben wir ja Nura-Pilz. Und ja, Schnapper-Oberschenkel kriegen wir hin. Ein paar Pilze müssen wir zwei noch finden. Irgendwas passiert hier. Ist ein Dorf entstanden oder was? Ist neutral, also. Das waren wir auch noch nie in diesem Spiel. Wie macht man denn die geschmeidige Blätterteigpaste? Finde ein Schmutzlerhäuptling. Müsste doch hier irgendwo sein. Und habt hier keinen Häuptling. Okay, ich folge mal dem Pfeil. Können wir vielleicht schon diese Quest abschließen? Haben wir gleich drei von. Drei von fünf Sachen. Sieht hart nach zu Hause aus. Die Baumhäuser hier sind auch ganz in der Nähe. Schmutznerhöhe-Blick. Da soll wohl einer sein, oder was? Die sind auch arschschnell. Die werden wir nicht hinkriegen. Spistale hier. Dünneisen. Braucht man eine Schenke? Im Schlaf überfallen. Nicht die feinste Art. Aber okay. Job nicht mehr schenke. Deprimierend. Der Schnapper. Ah, hier ist. Ein Schäffchen. Der Mensch. Ah, hallo. Ich heiße Hugh und ich bringe dir König Sabas Plan. König Saba, wie kannst du es wagen, auf diese Weise von unserem Allmächtigen zu sprechen?
Ich habe einen Weg gefunden, ihn aus König Sabbas legendärem, hochgelegenen Kristall zu gewinnen. Und was hat das ge dir gebracht? Er scheint Wissen zu enthalten, wie man Ressourcen effizienter bewahren kann. Und das könnte was zurückbringen. Sablika. Sablika, du machst wohl Witze. Das Zeug hat schon seit Urzeiten niemand mehr gesehen. Aber bevor wir hier weiterreden, was ist denn bei der Sache für dich drin? Naja, ich will wissen, was es für über den Irrtum zu wissen gibt. Warum solltest du das denn wissen wollen? Für Forschungszwecke. Euer Allmächtiger hat anscheinend Informationen, die ich gebrauchen kann. Das könnte stimmen. Wenn du König Sabbas Plan mit uns tauscht, werde ich dir helfen, dorthin zu gelangen. Warum auch nicht? Beeinflusst das Schmutzlerdorf mit Konservierungswissen. Natürlich. Okay, wie kriegen wir das hin? Müssen wir ja handeln. Konservierungswissen. Händeabzeichen brauchen wir dafür. Oha. Müssen wir noch zwei Händler töten. So wird ja schwierig. Abzeichen hat er nicht zum Verkauf. Macht denn die alle wütend, wenn ich jetzt hier einen Händler töte? Von denen? Dann kann ich denen auch Händlerabzeichen abnehmen. Wenn die hier irgendwo rumliegen. Ja gut. Du bist ein Händler. Also zu zweit. Okay, ich kann ihn nicht angreifen. Habt ihr hier irgendwo Händler am Zeichen? Könnt ihr mir davon von vielleicht welche mal leihen? Das wäre ganz angenehm. Ja, hier solche Sachen halt. Okay, dann müssen wir feindliche Krokodile zum Beispiel. Wird immer hier hoch. Konnektor-Besieg-Gebiet, vielleicht können wir da noch welche besiegen. Da mal gucken.
auf ins Kolonik-Dank-Gebiet. Wirklich erstmal eine Pause einlegen. Und da müssen wir hin. Genau in die Richtung. Da kommen wir auch ins Auberginengebiet. Jo, genau hier lang. In diese Richtung. Das scheint ein Fuchsdorf zu sein. Es sind noch mehr von diesen Antennen. Ich würde gleich mal eine Pause einlegen. Eine Streampause. Geh hier nur mal runter. Meinen Berg überqueren. Fändchen. Ja, es hilft mir kein Stück weiter. Pilze haben wir noch nicht gefunden. Also sobald wir eine Aubergine haben, kriegen wir die Pilze auch noch hin. Das ist jetzt nicht das Problem, denke ich. Chillige Musik. Sehr schön. Scheint mir das echt doof zu sein. Müssen wir lieber eher in die Richtung hier. Joa. Sprinten müssen wir können. Ich habe hier den. Habe ich nicht noch den Trank? Den habe ich nicht. Da fehlt mir das Zeug für. Konservierungswissen. Interessant. Es muss doch hier gleich ein feindliches Dorf sein. Oder nicht? Ah ja, hier war ein. Kommt doch ein Händler. Ich würde ihn damit gerne alleine herausfordern. Exhausted. Ja, mitten ins Dorf rein ist eine schlechte Idee.
Wir kämpfen auf neutralem Boden. Und Gunnar Dickdack müsste mich auch noch befreunden. Ja gut, glaube ich, mache mal erstmal eine Streampause. Gucken wir mal danach, wie wir noch an Händlerlizenzen kommen. Oh nein, so nicht. Das sind stark, die Viecher. Können wir die vielleicht abschießen? Ich kann nicht sprinten, Ist ein Händler.